muss das vielleicht nicht so gut sein. So, diese Strategie gibt es. Ne? Es gibt so Leute in den USA oder im englischsprachigen Raum, die mit Nazis im Internet debattieren. Da gibt es dann sogar Debatten über den Holocaust und so weiter. Aber diese Leute, die geben da nicht nach. Die sind da nicht irgendwo, ja, weil wir ja die Leute nicht überzeugen können, müssen wir halt ein bisschen ausländerfeindlich sein. Mindestens, damit wir noch irgendwie Wahlen gewinnen, sondern die bleiben standhaft dabei, dass, dass Ausländerfeindlichkeit falsch ist und auch dieses Narrativ von der von einem Migrationsproblem. Unterstelle Ihnen, dass Sie das absichtlich nicht wollen. Ich glaube, Sie gut genug zu kennen, um zu sagen, das ist nicht, was Sie sich wünschen, sondern das ist etwas, was aus Ihrer Naivität entstehen wird, wenn Sie nicht aufpassen. Ja. Du sagst, die fordern einen Arier-Nachweis. Im Endeffekt ja, und dass Ihnen das aber nicht klar so ist. So, Marco, ich müsste dann nochmal auf Toilette. Okay. Soll ich lässt lange weiterlaufen lassen? Chat rein, ne? Okay. Oder gehst du auf den Chat ein? Ja, dann geh mal die paar Minuten auf den Chat ein. Du hast mir doch gerade vor dir liegen, oder? Ich werde ihn mir jetzt aufrufen. Ja, oder ich kann auch weiterlaufen lassen. So. Oh, ich bin Mod? Ja. Ist ja lustig. Okay, also wer mich nicht feiert, wird gebannt, ja? Wer mir widerspricht, kriegt ein Timeout. Also was? Ja, ich hoffe, ihr genießt diesen Fiebertraum von Reaction. Moment, Sturmhaube ist tatsächlich Mod? Oi. Querfront achieved. Oje, oje. Das ist ja, zum Glück hat der Agitator kein Problem mit Kontaktschuld. Ja, genau. Soll ich jetzt mal Eigenwerbung machen? Aber eigentlich kennt jeder eh den Kanal. So. Jeder kennt Brotfunk, ja. Aber natürlich, der Agitator ist ja nochmal eine Nummer größer als der Brotfunk, ja. Aber wenn der Agitator dann brav studiert oder schläft, ist dann die Zeit des Brotfunk gekommen. Dann wird dann einfach das Zepter weitergereicht. So, reagieren wir weiter. Bist ja? du so lange auf den Chat eingegangen? Ach, ihr, du hast Brotfunk geteilt, das ist sehr gut. Ich hatte euch vorhin auch schon mal geshoutoutet, wenn das funktioniert haben sollte. Ich habe es jetzt gerade nicht die Bestätigung gesehen, aber ja, die Leute können ja deine Liste anklicken. Du hast Sturmhaube zum Moderator gemacht. Das ist eine Sturmhaube sehr, 2. sehr mutige Entscheidung. Ja, ich hatte Sturmhaube 1, also ich bin der Meinung, der hieß früher nur Sturmhaube, deswegen vermute ich mal, dass irgendwer Sturmhaube 1, also den normalen Sturmhaube, gebannt hat. Oder ich vertue mich gerade beim Namen. Ja, deswegen habe ich Sturmhaube 2 zum Moderator gemacht, damit der hier nicht weg ist. Ich meine, der chattet hier ganz schön häufig. Naja, ja. Ja, wenn jemand Quatsch schreibt, dann kann man ihn ja dem Mod auch wieder entziehen. Also das ist ja, aber Sturmhaube war eigentlich meistens hier sachlich, der hatte nur halt ja andere Nachrichten, andere Ansichten als andere Leute, so wie ich das hier gesehen habe. So, Okay. Was hat das damit zu tun? Also, wie kannst du sagen, das ist der Rassismus, den ich meine? Das habe ich mitbekommen. Gibt es dazu noch einen Clip? Ja, also, das ist halt lange her. Ne? Das ist halt bestimmt jetzt auch schon ein Jahr her. Also, er hat halt irgendwann mal Diskussionen geführt, Diskussionen moderiert zwischen Community-Mitgliedern. Also, er hatte dann einzelne Personen in seiner Community, die er dann in seinem Stream miteinander diskutieren lassen hat.
Und das war ich. Und dann gab es eine Diskussion über Migration. Der eine war pro Migration und für offene Grenzen sozusagen, der andere war gegen. Und hast du gewonnen? Laut dem Chat nicht. Also der Chat hat mir ein sehr schlechtes. Also die erste Debatte, die war über, ob Rechte kognitiv benachteiligt sind. Die habe ich gewonnen, laut Chat. Die zweite dann. Was hast du denn da gesagt? Es gibt eine Studie über die Haltung von Menschen und da ist halt so, dass, also jetzt ganz verkürzt ausgedrückt, ist es halt so, dass wenn du eben dir die Welt mit sehr einfachen Mustern erklärst, ja, das heißt also, du nimmst einfach deine Vorurteile, die einfach Menschen inhärent sind, und leitest dir daher sozusagen deine Haltung her, das heißt also auch sowas wie Fremdenfeindlichkeit etc. oder auch das Ablehnen von, weiß ich nicht, eben Homosexuellen und so weiter, dann kommst du halt einfach rechts raus. Also das heißt, wenn du so auf dein Bauchgefühl hörst bei den meisten Dingen und einfach ja das als Grundlage nimmst für die Bewertung der Welt, dann kommst du halt eher, dann bist du eher rechts. Ja, aber trotzdem halte ich von solchen Pauschalisierungen nicht viel, dass man dann sagt, die einen sind kognitiv benachteiligt und die anderen nicht. Also selbst wenn du da statistische Durchschnittswerte ermitteln kannst, da weißt du ja auch nicht, wer ist jetzt rechts und wer ist links. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Also allein, weil du rechts oder links jetzt schon nicht klar abstecken kannst. Also jemand, der jetzt sagt, ich bin für eine strikte Begrenzung der Migration, ich lehne diesen ganzen Gender-Quatsch ab, ich fühle mich verbunden mit meinem Vaterland, ich bin auch dagegen, dass hier irgendwelche internationalen Organisationen, irgendwelche NGOs, die sich für Bürgerrechte, also das sagen sie von sich selbst, in Wahrheit setzen die sich für eine transatlantische Agenda ein, die sich für sowas einsetzen, dass die Gelder erhalten. Ich bin auch nicht dafür, dass sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung Gelder erhält. Ich will, dass der Staat sich aus meinem Privatleben raushält. Und ich bin für Umverteilung und gegen Krieg. Also da hättest du einen durchschnittlichen SPDler aus den 70er Jahren wahrscheinlich. Oder aus heutiger Sicht einen ganz schlimmen rechtspopulistischen oder rechtsextremen aus Sicht der heutigen Walkies. Also wie ordnest du das ein? Da muss man dann denjenigen fragen, sozusagen, ob er das hierarchisch anordnet. Also ob er sagen würde zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, ich mag zum Beispiel mein Vaterland, ja, dann, das ist ja okay, außer man sagt, okay, mein Vaterland steht halt über anderen Ländern und ich sehe es auch als gerechtfertigt an, dass jetzt mein Vaterland über anderen steht oder dass man sozusagen, wenn es jetzt um Verteilung geht, dass man dann meinem Vaterland mehr zukommen lässt, weil es halt mein Vaterland ist, weil ich, weiß nicht, das Volk oder was auch immer als höherwertig ansehe als andere. Ja, dabei geht schon wieder das Problem, wenn du einfach nur sagst, eine Regierung sollte Politik für ihr Land machen, dann ist das ja noch, dann wird das ja aus von Walker Seite mal als Nationalismus geframed, aber es ist eigentlich das Normalste von der Welt, denn die Politik kann entweder Politik für die Mehrheit im Land machen, für eine Minderheit im Land, oder Politik für eine ausländische Macht machen, dann hat man es halt mit einem Satellitenstaat, mit einem Marionettenstaat zu tun. Und natürlich, ja, diese drei Möglichkeiten gibt es. Und da bin ich halt dafür, wenn die Politik für die Mehrheit macht. Wenn die Politik nämlich sagt, machen das für irgendwelche hehren Werte, wir wollen irgendein abstraktes Prinzip verwirklichen, wir setzen uns für die gesamte Menschheit ein. Also da gibt es ja von Carl Schmitt den schönen Satz, wer Menschheit sagt, will betrügen. Also damit hat er nun mal völlig recht. Also es gibt keine Politik, die sich für die Interessen der ganzen Menschheit einsetzt, auch wenn die Walkies sich dieses Hirngespinst immer wieder herbeifantasieren. Also das ist ja einfach nicht die Realität. Ja, das schon, aber es kommt halt darauf an, was man bereit ist oder beziehungsweise wohin man gehen würde. Also, weil theoretisch, wenn ich das jetzt weiter stricke und sage wirklich, wir machen Politik für unser Land, das würde ja zum Beispiel heißen, in einem Land, zum Beispiel Japan. Japan hat bekanntermaßen sehr wenig Ressourcen. Das würde bedeuten, dass Japan eigentlich eine sehr kolonialistische Politik fahren müsste, beziehungsweise seine Nachbarländer mehr oder weniger, also so wie im imperialen Japan zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Und das ist ja etwas, was wir, glaube ich, alle lehnen. Also was wir sagen, nein. Also wenn, dann sollte es über Handel an die Ressourcen kommen und nicht eben. Aber wenn man sagt, hey,
das Primat japanischer Interessen und wir Japaner machen Politik für uns, dann wäre es ja gerechtfertigt, dass sie einfach mal Südostasien unter ihre Fuchtel bringen. Japan ist aus heutiger Sicht ein ziemlich abwegiges Beispiel, weil Japan das ja mal versucht hat und dann einen Weltkrieg verloren hat, ähnlich wie Deutschland, ähnlich wie Italien. Aber näherliegendes Beispiel wäre, glaube ich, Frankreich. Also Frankreich hat ja immer noch, zumindest in ökonomischer Hinsicht, immer noch Teile seines alten Kolonialreichs durch den CFA-Fonds an sich gebunden. Also Frankreich ist der absolut dominante Handelspartner von fast allen dieser Länder. Also ich hatte mir vor einiger Zeit mal den Niger angeguckt, weil es da ja auch einen Putsch gab und dann diese ganzen die Frage, ob die ECOWAS dann da interveniert auf westlichen Druck hin. Und das französische Kapital ist in diesem Land völlig, also absolut dominant. Also es gibt dann niemand, der Frankreich irgendeine Konkurrenz machen würde. Und da könnte man jetzt sagen, okay, jede französische Regierung, die für diese Kolonialpolitik ist, die Kriege, die Putsche in diesen Ländern unterstützt, die diese Länder weiter an Frankreich binden will, die ist halt rechts. So würdest du das dann in diesem Punkt sagen? Also wenn sie die Interessen wenn es zum Nachteil der lokalen Bevölkerung ist, dann schon, weil dann habe ich ja eben eine Hierarchie. Also dann sage ich, okay, der Franzose steht über dem, zum Beispiel Afrikaner in dem Fall. Das heißt also, dem Franzosen soll mehr zukommen als dem Afrikaner. Und das ist quasi die Rechtfertigung ist halt, weil der Franzose mehr wert ist. Ja. Nein, die Rechtfertigung ist nicht, weil der mehr wert ist. Du brauchst es gar nicht so philosophisch rechtfertigen. Die Rechtfertigung ist, die haben die Ressourcen, wir wollen billig daran kommen. Punkt. Die Rechtfertigung, wir profitieren davon. Nicht. Und es ist egal, welche philosophische Begründung wir dafür haben. Wir haben die Gewaltmittel, um das durchzusetzen. Und so funktioniert Welthandel. Also nach der Argumentation wäre die derzeitige... Ja, wie gesagt, Frankreich mit dem CFA-Fonds ist jetzt ein extremeres Beispiel, aber ja, nach der Argumentation wäre das gesamte Welthandelssystem rechts und alle Politiker, die das unterstützen, wären rechts. Also 90% der politischen Parteien in diesem, also jetzt exklusive der Linken und BSW vielleicht, wären dann rechts. So kann man auch argumentieren, kann man sicherlich argumentieren, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber ja, wenn du rechts so definierst, dann kannst du damit auch keine Studie mehr machen und überprüfen, wer ist jetzt links, wer ist rechts. Ich nehme mal an, dass viele Wähler, die Grünen wählen, sich selbst als links bezeichnen werden. Obwohl die Politik der Grünen ja alles andere als links ist, zumindest wenn man so argumentiert, wie du das gerade machst. Ja, aber das ist ja dann Self-ID. Also, wenn sich Grünwähler als links bezeichnen, ja, okay. Identifiziere dich halt als links. Ja, aber dann kannst du ja keine Studie machen. Ende raus. Also, wenn 90% der politischen Parteien, nach dem, was du gerade gesagt hast, rechts sind, also wie willst du denn dann noch eine vernünftige Studie über rechts und links machen, wenn fast alles rechts ist? Was man sicherlich argumentieren kann, wenn man das so definiert wie du. Wenn man diesen ganzen neulinken Quatsch, also diesen Genderwahn, dieses wir müssen jetzt die ganze Welt hierher holen und diese ganzen neuen Punkte, dieser Wokismus, wenn man das alles mal rausnimmt, wenn man nur aufs Ökonomische geht, ja, dann hatten wir einen extremen Rechtsruck in den letzten Jahrzehnten und dieser Rechtsruck wird immer getragen von fast dem gesamten politischen Spektrum. Mhm.